Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf den Tag. Ich bin ja so gespannt, was er uns bringen mag. Komm, lasst uns heute Freunde sein und zusammen lachen. Gemeinsam sind wir stark und können tolle Sachen machen. Hi Kids, da ist der Matze aus der Kindertagesstätte Hand in Hand in Hemhofen. Beim letzten Mal, da haben wir uns ja gemeinsam den ersten Teil vom Kasperltheater angeschaut. Ihr könnt euch erinnern, die Peggy und die Carmen, die haben sich eine Geschichte ausgedacht, die sie euch mit dem Kasperltheater vorspielen wollen. Und die Geschichte heißt Der gestohlene Geburtstagsschatz. Und es geht darum, dass die Prinzessin von ihrem Papa, dem König und auch dem Kasperl und dem Seppel schöne Geschenke kriegt und die in ihre Schatztruhe packt und eiderdaus, die Schatztruhe wird gestohlen vom Räuber. Wie soll es auch anders sein? Und die Prinzessin bittet die beiden, also den Kasperl und den Seppel, um Hilfe, um ihren Schatz zurückzukriegen. Und die zwei haben auch eine Idee, wie sie das machen. Aber ihr seht's jetzt. Viel Spaß! Ach Mann, hätte ich doch endlich diesen Löwenzahn für meinen Zaubertrank, aus dem ich aus allem und jedem Gold machen könnte. Ach, ich bräuchte einen Löwenzahn, aber selbst für mich ist das zu gefährlich. Und herzaubern kann ich leider auch keinen echten Zahn aus einem Löwenmaul. Das weiß jedes Kind, das ist viel zu gefährlich. Da muss man nach Afrika reisen und sich auf die Lauer legen. Ach, verflixt, hätte ich doch einen Löwenzahn, wer mir nur einen Löwenzahn bringen könnte. Den würde ich belohnen, reich belohnen. Den würde ich zum zweitreichsten Mann der Welt machen. Gleich nach mir. Ach, Mensch. Na, was wollt ihr denn bei mir, ihr zwei Holzköpfe? Wir brauchen deine Hilfe, großer Zauberer. Die Prinzessin wurde der Geburtstagsschatz letzte Nacht gestohlen. Wir vermuten, dass der Räuber dahinter steckt, aber wir wissen es nicht. Ja, genau, wir wissen es nicht. Außerdem kennen wir den Weg zu seiner Höhle nicht. Nein, den kennen wir nicht. Wieso sollte ich euch helfen? Sagt mir einen Grund, sonst verwandle ich euch in das auf der Stelle in borstige Warzenschweine. Oh nein, bitte nicht in borstige Warzenschweine. Ha, sehr geehrter Zauberer, du hilfst uns, weil wir einen Löwenzahn haben. Oh, was sagst du da? Einen Löwenzahn? Aber Kasper, wir haben doch gar keinen Löwenzahn. Ach, Seppi, sei still. Psst, ich mach das schon. Also, ja, wir haben einen Löwenzahn. Na, tja, also da kommen wir ins Geschäft. Ihr, gebt mir den Löwenzahn. Nee, nicht so schnell. Du sollst den Löwenzahn bekommen, aber erst musst du uns helfen, den Geburtstagsschatz zurückzubekommen. Na, also dann sag schon genau, was ihr wollt. Ach, Zauberchen. Na, nix hier mit Zauberchen. Du, sonst verwandle ich dich mir nichts, dir nichts in eine olle Kartoffelknolle. Oh, Entschuldigung, Herr Zauberer, natürlich. Also, ich hab doch schon gesagt, unsere Prinzessin ist der Geburtstagsschatz gestohlen worden. Du wirfst einen Blick in deine Zauberkugel und sagst uns, wo der Schatz nun ist. Und wir zwei besorgen dir den Löwenzahn. Also dann abgemacht. Lasst uns schauen. Ich sehe was. Er liegt beim Räuber in der Höhle. Ja, jetzt sehe ich es ganz genau. Und wo ist die Höhle?
Na, bei der Waldlichtung, bei der uralten Tanne. Bei der Waldlichtung? Bei der uralten Tanne? Das Waldstück kenne ich doch. Ja, dort haben wir doch schon auf Pilze gesammelt. Ja, genau. Auf geht's. Wir können los. Wir wissen, wo es ist. Na, Momentchen. Also, ihr könnt doch nicht einfach loslaufen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr mir nichts, dir nichts in die Räuberhöhle laufen könnt und dem Räuber seinen Schatz wieder wegnehmen könnt. Ha, also, im Leben nicht. Also, aber macht, was ihr wollt. Hauptsache, ich bekomme meinen Löwenzahn. Ja, ja, bekommst du. Und hier werden wir ihn reinmachen. Seppel, komm, nimm du das mal. Also dann, auf Wiedersehen. Boah. Solche Einfallstöpfe. Ich bin gespannt. Kaspar, bleib noch mal kurz stehen. Mir ist schon ganz zitterschlecht. Wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Die Schatzkiste holen aus der dunklen Räuberhöhle, dann den Löwen fangen und dem dann auch noch den Zahn ziehen. Ich will gar nicht dran denken. Wenn wir das nicht schaffen, enden wir bestimmt als Knallfrösche. Ach, jetzt Moment mal, Seppel. Noch mal von vorne. Wir zwei besorgen jetzt erstmal einen Löwenzahn. Ha, da vorne ist ja schon einer. Oh, nein, kein Löwe, kein Löwe, kein Löwe. Komm her, meine Gute. Kasper, bin ja schon gerade durcheinander. Seppel, schau. Oh. Das ist ein Löwenzahn. Kennst du doch. So einen Löwenzahn, meinst du? Na, also du bist ja ausgefuchst. Den Zeppel, den packen wir jetzt hier in den Sack hinein. Mhm. Ganz schön schwer. Warte, ganz schön schwierig. Na, da. Ach, er war in die Grube gefallen. So, ist er drin. Jetzt ist er drin. Endlich, boah. Oh, jetzt ist er drin. Schwierig. Okay, so. Okay, aber was ist jetzt, wenn der Zauberer merkt doch bestimmt, wenn wir ihm den Sack geben, dass das kein echter Löwenzahn ist. Ach, warte mal. Seppel, alles kein Problem. Pass auf, ich erzähle dir nochmal unseren Plan. Also, wir nehmen jetzt den Löwenzahn, der hier in dem Sack ist, laufen damit zur Räuberhöhle und dann sagen wir dem Räuber, er soll uns die Schatzkiste endlich wiedergeben und dafür bekommt er von uns die letzte Zutat zum Zaubertrank. Und dann wird er ja zum zweitreichsten Mann der Welt werden, wenn er damit zum Zauberer geht. Da sagt er nicht nee. Ja, aber was ist, wenn der Räuber in den Sack schaut? Ja, dann sieht er eben den Löwenzahn. Ja, und dann? Und dann, der Räuber wird sich denken, warum er da nicht selbst drauf gekommen ist. Der weiß ja nicht, dass es ein echter Zahn vom Löwen sein muss. Oh Mann, Kaspar, du bist einfach so schlau. Jetzt kommt Seppel, wir haben noch einen Weg vor uns. Lustig ist das Räuberleben, Paria, Paria, oh. Ha! Moment mal, wer klopft denn da herein, wenn's kein Kasperl oder Seppel ist? Pottblitz, was wollt ihr denn hier? Wir wollen den Geburtstagsschatz der Prinzessin zurückholen. Und warum glaubt ihr, dass ich euch meine Beute gebe? Nix da, geraubt ist geraubt. Ich gebe nichts zurück, gleich gar nicht an irgendwelch dahergelaufenen Krautwickel, wie ihr es seid.
Auch nicht, wenn wir dich zum allerzweitreichsten Mann der Welt machen können? Moment, was sagst du da? Zum zweitreichsten Mann? Wie soll das denn gehen? Vergackeiern kann ich mich selber. Wie wollt ihr zwei Stampfkartoffeln das schaffen? Na, nicht wir. Der Löwenzahn macht es. Was jetzt? Was denn für ein Löwenzahn? Genau, hier in dem Sack. Warte, Kaspar, hier ist er. Den habe ich da unten hingestellt. Ja, jedenfalls, in dem Sack ist ein echter Löwenzahn. Das ist die letzte Zutat, der aus allem und jedem Gold machen kann. Damit will der Zauberer zum allerreichsten Mann der Welt werden. Das muss doch so ein schlauer Räuber wie du wissen. Ja, selbstverständlich weiß ich das. Und der die letzte Zutat dem Zauberer bringt, den macht er dann zum zweitreichsten Mann. Tja, das könntest dann du sein. Und alles, was ihr dafür haben wollt, ist die lausige Kiste von der Prinzessin? Ja, genau. Na, da wäre ich ja schön blöde, wenn ich auf das Angebot nicht eingehen würde. Also, her mit dem Sack. Moment, wir brauchen doch erst noch die Kiste. Ach, also gut. Hier ist die Kiste. Ich hab sie. Okay. Her mit dem Sack. Okay. Zack, zack. Oh, hier ist der Sack. Oh, und Kaspar, komm, wir haben die Kiste. Ja. Oh. Schnell, Seppel. Weg hier. Aha. Moment mal, also in dem Sack. Hier ist aber nichts Spitzes drin. Und auch nicht spitz, nicht hart, nein. Ein Löwenzahn. So einer. Wo ist er hin? So ein Löwenzahn. Puh, da hätte ich ja selbst drauf kommen können. Die wachsen doch vor meiner Räuberhöhle. Na, wenn das so ist, dann mache ich mich doch gleich mal auf zum Zauberer. Ich werde reichste Räuber und muss nie mehr arbeiten. Schon fast alle Zutaten habe ich hier drin. Wann kommen sie endlich? Mein Trank ist schon fast fertig. Sesam, öffne dich! Hallo! Oh, was machst du denn hier? Dich kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich habe zu tun. Sag mal, mischst du dir da vielleicht gerade den Zaubertrank an? Oh, das geht dich gar nichts an. Aber was ist, wenn ich die letzte Zutat für dich habe? Was? Wieso du? Der alberne Kaspar und sein lumpiger Seppel haben mir versprochen, sie bringen mir, was ich brauche. Meinst du etwa einen Löwenzahn? Ja, sag nicht, du hast einen echten. Echter am echtesten. Ach, mein guter alter Freund. Ja, stell dir vor, die beiden Tölpel haben mir den einfach überlassen. Die wollten doch tatsächlich nur das ollen Geburtstagsschatz der Prinzessin dafür haben. Da, hier im Sack ist es drin. Oh, na dann lass sehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist du, wie dumm bist du eigentlich? Du taugenichts. Was soll ich mit dem Grünzeug? Aber es ist doch ein Löwenzahn. Ein echter Löwenzahn, ganz frisch gepflückt. Ich brauche den Zahn aus einem Maul von einem Löwen und nicht dieses Grünzeug.
Du, ich, na warte, dich verwandle ich in... Ach, Mensch, wo bleiben Sie denn? Ich mache mir schon langsam Sorgen um die zwei. Der Kasper und der Sebbe wollten sich doch, ach, die wollten sich doch nach meiner Geburtstagskiste umschauen. Oh, wo bleiben Sie denn? Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Tri-tra-trolala, tri-tra-trolala, Kasper und Seppel sind wieder da, Kasper und Seppel sind wieder da. Tada! Mensch, das gibt's doch nicht. Habt ihr es tatsächlich geschafft? Meine Kiste und der ganze Schatz ist noch wieder da. Mensch, danke ihr zwei, da bin ich so glücklich. Oh, alles wieder da. Und wir freuen uns, dass du deinen Schatz wieder hast und so glücklich ausschaust. Oh, danke schön, ihr zwei. Komm, wir gehen einen Kakao trinken. Oh, super Idee. Oh. Los, Seppel. Aber pass auf, die Kiste nehmen wir mit. Die lassen wir nicht mehr alleine hier. Das ist eine gute Idee. Also, tschüss. Macht's gut, Kinder. Und das war die Geschichte, der gestohlene Geburtstagsschatz aus dem Kasperltheater im Kindergarten in Hemhofen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte Spaß gemacht. Mir hat sie gefallen und ich glaube, ich schaue es mir jetzt gleich nochmal an. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, passt gut auf euch auf. Und natürlich, wie immer am Ende, zählen wir gemeinsam runter. Wir machen es heute etwas kürzer und fangen mit der 4 an. Achtung, aufgemerkt. 4, 3, 2, 1. Fertig, fertig, fertig sind wir jetzt. Fertig, fertig, fertig sind wir jetzt. Schnipp, schnapp, schnauz. Die Sendung ist jetzt aus. Tschüss.